Kaum ein anderes Thema wird in meinen Unterrichtsstunden so häufig behandelt wie die Leinführigkeit. Und dabei ist es ein absolut unnatürliches Werkzeug für den Hund. Weil ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund einen anderen angeleint hat und ihn ausgeführt hat. Aber für uns Hundemenschen ist es ein unverzichtbares Werkzeug. Aber falls ein Hund einen anderen anleinen würde, würde er sicherlich diese Dinge nicht machen. Und zwar ständiges Stehenbleiben und weitergehen, ohne es anzukündigen. Wartet. Ihr müsst euch mal vorstellen, Entscheidungen, die wir hier oben treffen, die müssen ja auch unten irgendwie bei dem Hund ankommen. Das heißt also, wir sind im Laufe eines Spaziergangs, kommen wir mehrfach in die Gelegenheit, stehen zu bleiben und weiterzugehen. Kündigen wir das jetzt nicht an, wird der Hund immer wieder von unseren Handlungen überrascht. Das heißt also, wenn wir eine rote Ampel sehen, wissen wir, dass die Ampel rot ist und wir stehen bleiben müssen. Aber woher soll das der Hund wissen? Die dürfen nicht überrascht sein von dem, was ihr entschieden habt. Das heißt, wechselt ihr auch die Seiten, mal nach links, mal nach rechts, kündigt das an. Ich mache das beispielsweise mit einem Klackern. Gehe ich nach links, schnalze ich mit der Zunge und sage, hier rüber. Bleibe ich stehen, sage ich das auch. Gehe ich weiter, ähnlich. Also alle Entscheidungen, die getroffen werden, müssen mitgeteilt werden. Der nächste Punkt, was kein Hund machen würde, ist ständig an der Leine reißen. Das heißt also, ich sehe so häufig, liebe Leute, im Stadtwald, wie ein kleiner Hund beispielsweise einfach gezogen wird. Die sind am Hals befestigt, dann wird gerissen, gezogen und ja klar, ich meine, der Hund wiegt weniger als wir, aber heißt das, dass wir das machen dürfen? Definitiv nicht. Ich habe meine Hunde, sogar meine Kangalhündin, immer am Geschirr befestigt, dass falls einer von denen stehen bleibt, ich habe es verpasst und dass wenn ich aus Versehen mal tatsächlich an der Leine ziehe, dass sie nicht am Hals gezogen werden. Achtet bitte darauf, sorgsam damit umzugehen. Die Leine ist etwas Unnatürliches, aber nicht etwas Unangenehmes. Das Letzte ist, was kein Hund machen würde mit einem Artgenossen an der Leine, sollte er den anleinen, ist den Ruck, den Leinenruck als Maßregelung zu nutzen. Ich erlebe so häufig, dass wenn der Hund sich nicht hinsetzt, mal schnell geruckt wird. Setz dich hin. Wenn er beispielsweise jetzt zieht, da wird mal geruckt. Hey, hör auf. Wenn der Hund beispielsweise anfängt zu bellen, da wird auch nochmal geruckt. Was zum Teufel soll das? Die Leine ist eine Verbindung, kein Hindernis. Und wenn wir damit rucken und ständig damit unachtsam umgehen, wird der Hund das als negativ abstempeln. Achtet bitte deshalb darauf. Nicht rucken, sorgsam umgehen und behandelt die Leine so, als würdet ihr die Hand eines Kindes halten. Okay? Seid fair, seid höflich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.